Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Mini Klangwunder. Ich freue mich, dass ich euch ein neues Video präsentieren kann. Dieses Mal zu einem In-Ear-Kopfhörer und zwar tatsächlich in Zusammenarbeit mit KB-Ear. Ein chinesischer Vertrieb oder, ja, wie man noch möchte, Hersteller. Und zwar ist das in dem Fall der KB-Ear Storm. Hier mal das kleine Paket zu sehen, nichts Besonderes. Ich habe den Kopfhörer auch schon rausgenommen, nur damit ihr mal seht, wie einfach der geliefert wird. Und das ist nun so, dass ich diesen Kopfhörer vorstelle. Ich habe ja mal gesagt, wo ich denke, dass das wert ist, vorgestellt zu werden. Das mache ich auch. Ja, wenn ich euch jetzt sage, dass der hier 16 Euro kostet beim großen Fluss, dann könnte man auch meinen, das lohnt sich ja gar nicht. Denn ich stelle die Sachen ja vor, weil sie mir gefallen, mir das Spaß macht. Nochmal, ich kriege davon KB-Ear irgendwie kein Geld. Klar, ich habe dieses als Muster bekommen. 16 Euro. Die sind es aber wert. Warum? Naja, da komme ich jetzt zu. Diese Kopfhörer, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, deswegen muss ich jetzt mal nach links gucken. Ich gewöhne mir das jetzt mal an, vielleicht ein bisschen geordneter ein paar Sachen abzuarbeiten, damit ich auch vielleicht einen Faden drin habe, fällt mir dann vielleicht ein bisschen, oder man kann mir dann vielleicht ein bisschen besser folgen. Und zwar, Lieferumfang bei den Kopfhörern ist denkbar einfach. Ein paar Silikontipps dabei, verschiedene Größen, ein Kabel, die Kopfhörer selbst, fertig. Ich zeige euch mal die in ihr selbst, ja, hier zu sehen, sehr schön. Das Gehäuse ist so translucent, Kunststoff, blau, lila, gibt es auch noch in anderen Farben. Hier dann der Tipp, bei mir in Größe L. Es ist ein 2-Pin-Anschluss, hier nochmal zu sehen. Ist auch vertauschungssicher, hier ist eine Kerbe drin, die kann man dann hier einstecken. Dann hat man auch links und rechts immer auf der richtigen Seite. Ich habe hier das Kabel, ich halte das mal hoch, da seht ihr schon, das ist etwas störrisch. Einfaches Kabel, ein dünnes Kabel, hier auf der einen Seite mit einem kleinen Mini-Fernbedienungsmodul dran, mit einem Mikrofon drin. Das Mikrofon kann man vergessen, das ist wirklich nur ein Notmikrofon und eigentlich bräuchte ich das an dem Kabel gar nicht. Mir geht es ja um Musik hier mitzuhören. Ich setze die mal ein, damit ihr mal seht, wie die sitzen. Tragekomfort ist super. Ja, die sind super leicht natürlich durch das Kunststoffgehäuse. Und was ich hier sehr positiv anmerken muss, einer der wenigen Kopfhörer, wo die Tipps bei mir super passen. Ich brauche hier keinen anderen Tipp. Sonst habe ich immer Biodynamic Silento oder so ein paar Celastic-Tipps, die ich jetzt sehr oft nutze, brauche ich hier nicht. Hier tun es die Tipps, die dabei sind. Spitze Sache. Liegt aber auch so ein bisschen an der Form. Das möchte ich euch auch nochmal zeigen hier. Die sind so ein bisschen halbkugelförmig und nicht so extrem pilzförmig. Und das ist ganz gut bei mir. Das funktioniert sehr gut. Tolle Sache. Also vom Tragekomfort her, gut, das Kabel funktioniert. Ist jetzt nichts Besonderes. Ihr habt gesehen, übers Ohr zu tragen. Kein Thema. 32 Ohm. Die sind auch sehr antriebsfreudig. Da braucht man nicht viel. Also selbst ein Smartphone mit Klinkeanschluss noch kann die locker antreiben. Ich habe hier einen dynamischen Treiber, wieder so ein DD-Treiber in 10 mm. Ja, hier steht 10 mm. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, was der noch Besonderes hat. Jetzt geht es eher in Richtung, was überzeugt mich an dem so? Das Material kann es nicht sein, die Bauweise ist völlig in Ordnung. Ja, ihr habt das gesehen, da ist für 16 Euro, was man da erwarten. Absolut dem Preis entsprechend. Die inneren Werte sind's. So, und da komme ich jetzt mal zu. Also mein erster Eindruck, ich habe ihn eingesetzt, gehört und ich habe sofort gesagt, wow, das passt erstmal. Also nichts irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, zu dumpf, zu viel Höhen, zu viel Mitten oder so. Nein, erstmal
und angesichts des Preises auch für 16 Euro eingesetzt, super passt, würde ich mir normalerweise gar keine Gedanken machen. Ich würde sagen, wenn du was haben willst oder einigermaßen vernünftig mit Musik hören willst und nicht irgendeinen Mist, dann nimm die. Das wäre schon so mein erster Impuls gewesen bei denen. Ich habe aber dann natürlich mal tiefer reingehört, einfach weil ich neugierig war, wie die sich zu meiner persönlichen Referenz den Sennheiser i600 machen. Der kostet 600 Euro, so ungefähr, so 16 Euro. Natürlich liegt da schon was zwischen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, vergesst die Sennheiser, da passt kein Blatt Papier mehr zwischen. Nein, so ist es nicht. Also ich komme da gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber ich muss sagen, ich hätte diese Performance, die mir diese KBI Storm für 16 Euro geben, null erwartet. Ja, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich sage, ja, ich höre die mir mal an, aber ob ich die jetzt vorstelle, weiß ich nicht. Das habe ich denen auch so gesagt. Die müssen passen, ansonsten mache ich kein Video. Die passen. Ersteindruck, gut. Was mich dann sofort das erste Mal auch noch positiv überrascht hat, war der Eindruck im Bassbereich. Relativ früh habe ich gemerkt, Tiefbass ist nicht so Paradedisziplin von einem Kopfhörer. Im Tiefbass ist er tatsächlich sehr zurückhaltend. Auch Tiefbass anheben, jetzt sage ich mal unter 40 Hertz, funktioniert nur bedingt. Da wird er auch relativ ungenau. Aber ab da, also alles, was wirklich bei Musik, die ich so höre, entscheidend ist, Dubstep mal ausgenommen, ja, das ist so, das wäre genau der Bereich, den der Kopfhörer nicht ganz so gut kann, aber Mainstream, Rock, Pop, auch Jazz, geht super damit. Bass, sehr akkurat, sehr schön, mit Druck. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern, da habe ich schon andere, die deutlich teurer sind, schlechter gehört. Der hat auch im Bassbereich nichts, wo ich jetzt sage, das ist unangenehm. Er hat Druck dadurch, dass er in dem oberen Bass ein bisschen mehr Energie hat, aber nicht so viel wie manch andere, wo ich sage, das ist so ein richtiger Presslufthammer. Das ist eben hier nicht der Fall. So, ich schau mal. Ja, Mittenstimmeninstrumente. Wenn ich eine Kritik habe, dann ist das schon eine, dass im oberen Mittenbereich und auch im Bereich im Hochton, da hat er so kleine Anleihen an Energie, die helle Frauenstimmen noch etwas heller erklingen lassen. Bei Männerstimmen ist das nicht so auffällig. Da trägt das auch kaum zu irgendeiner Verfärbung bei. Zumindest nehme ich das so nicht wahr. Aber nehmen wir mal Diana Krall. Da ist das schon so, dass ich denke, huch, da ist aber, hat aber die Dame gerade noch mal nach oben raus ein bisschen kräftiger gesungen als sonst. Das ist das eine. An sich auch noch nicht ganz so schlimm. Bei Instrumenten macht sich das aber dann bemerkbar. Gerade im Hochton, in der Präzision, in der Feinzeichnung kann er, aber es ist irgendwie durch den Treiber da so eine Betonung bei, die lässt manche Sounds einfach ein bisschen synthetisch klingen. Und das ist auch das, was bis in so helle Frauenstimmen ein Stück reingeht. Was ich aber auch gehört habe bei Klaviertönen, die, wo ich weiß, im Normalfall sehr, sehr smooth klingen. Zwar ordentlich mit Kraft, aber sehr, ich sag jetzt mal, rund. Man muss sich die synthetische wirklich so vorstellen, als wenn das plötzlich so kleine Treppen sind, wie kleine Verzerrungen im Hochton. Ob das wirklich Verzerrungen sind, weiß ich gar nicht. Vielleicht ist das wirklich dann auch diese Limitierung des Treibers oder sei dahingestellt. Mein Eindruck ist, im Hochton ein Hauch synthetisch. Würde ich das nicht mit dem i600 vergleichen, der das deutlich besser macht, würde ich das noch nicht mal monieren. Schon gar nicht bei einem Gerät für 16 Euro. Ja, also da dürft ihr jetzt bitte nicht kommen und sagen, na, dann ist das doch Schrott. Nein, da gibt es ganz andere. Für 16 Euro macht er das richtig genial. Am Anfang dachte ich, ob da vielleicht noch ein Balanced Armaturtreiber drin ist. Das geht so ein bisschen in die Richtung wie Hochton bei Balanced Armaturtreiber. Allerdings ein Balanced Armaturtreiber da sauberer. Das ist genau der Punkt. Dieses Artefaktbehaftete in diesen bestimmten Bereichen, was eben diese Synthetik quasi hier erzeugt. Höre ich aber Mainstream, höre ich Heavy Metal, Hard Rock, auch Jazz,
kriege ich das so gar nicht mit, weil das sind wirklich einzelne Peaks. Ich nenne euch mal einen Track, wo man das sofort raushört. Das ist zum Beispiel von Tool Chocolate Chip Trick. Da sind eben genauso 10 Kilohertz Töne auch bei, die so richtig reinzirpen ins Ohr. Und die müssen in einer bestimmten Weise klingen. Und da hört man hier ganz genau raus, ja, das könnte vielleicht eine Verzerrung sein, weil die so ein bisschen, nicht nur wie so Nadelstiche sind, sondern so ein bisschen ungenau. Also das klingt ein klein wenig ungenau dann. So, mehr und besser kann ich es jetzt gar nicht beschreiben. Dynamisch sind sie nicht die besten. Von leise zu laut, diesen Aha-Effekt, Paukenschlag, das können andere besser. Das ist auch nicht die Paradedisziplin. Und bei der Räumlichkeit würde ich sagen, gutes Mittelmaß. Die spielen eher direkt, aber Stereo-Separation ist sehr gut. Ich kann auch die Instrumente gut verorten, aber es ist halt kein Riesenraum. Das ist das, wo ich sagen würde, das erwarte ich auch von einem In-Ear. Ja, im Prinzip bin ich dann auch schon durch. Das Fazit hatte ich schon so ein bisschen vorweggenommen. Der Storm, muss ich sagen, angesichts des Preises, ist eine super positive Überraschung. Ich habe gerade mal geschaut, ich habe nichts vergessen. Es macht Spaß, Musik mit dem zu hören. Und auf jeden Fall für 16 Euro, also wenn ihr wirklich etwas sucht für euch selbst, für die Hosentasche, für immer dabei, oder ich denke an meine Kinder, wenn die in ihr Kopfhörer haben wollen, der preiswert ist, wie oft fallen die runter, oder der wird auch mal versehentlich irgendwie draufgetreten, wie das mal passiert, ich habe keine Ahnung, aber es passiert. Hier, 16 Euro, machst du nichts falsch mit. Ja. Eins will ich noch nachschieben. Womit habe ich getestet? Ich habe einmal mit dem Astle Kern SR25-2 getestet. Ja. Leistungsmäßig reichen alle Geräte, die ich irgendwie habe, locker dafür aus. Der Astle und Kern spielt ein bisschen mehr im Hochton, ein bisschen klarer, macht da ein bisschen mehr Energie. Im Bass ist er dafür nicht ganz so da. Also sehr analytisch und natürlich ein ganz anderes Kaliber. Hier mein Röhrengerät auch. Mit meinem geliebten P-Plus-Modus zeige ich euch nochmal. Da oben kann man P-Plus irgendwo auswählen. Stand jetzt auf P. Mit an beiden Geräten super. Ich würde aber empfehlen, die KBIR Storm eher an einem Dub oder an einem Zuspieler hängen, der im Hochton etwas milder ist. Hier Röhre, P-Plus-Modus mit den Kopfhörern. Da ist auch kaum noch dieses Synthetische da, weil der einfach zusammen mit dem Player so super zusammenspielt. Da habe ich so ein bisschen zusätzlich nochmal kleine Bauklötze gestaunt, weil ich in dieser Paarung würde niemand auf die Idee kommen, an so einem Player die dran zu hängen. Ich habe es halt gemacht, weil sie da sind und auch der Player da ist. Passt einfach. Passt einfach. Ja, so viel zum KB Storm. Also am Ende echt einen Daumen hoch für 16 Euro. No-Brainer komplett. Da liegt ihr nicht falsch. Ja, wenn ihr dran denkt, was ich euch gerade gesagt habe, erwartet kein IE600. Erwartet kein Kopfhörer, der irgendwie in solchen Preislagen auch spielt. Und trotzdem werdet ihr mit diesen 16 Euro im Hinterkopf sagen, der spielt weit über seiner Klasse. Ganz, ganz klar. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Natürlich gern eure Kommentare hier drunter. Und wer den vielleicht auch schon mal gehört hat, wie hörst du das? Wie siehst du das? Schreib mir das hier drunter. Oder wenn du mit dem Gedanken spielst, dir den mal anzuhören. Auch das würde mich interessieren. Ansonsten sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.